Die Arbeiter der Textilindustrie arbeiten für eine weltweite Versorgung. Sie produzieren T-Shirts für Europa und Amerika. Zuerst werden die T-Shirts in Bangladesch hergestellt, um dann in Amerika und in Europa auf den Markt zu kommen. Die Arbeiter werden mit vielen Problemen konfrontiert. Lohn, Sicherheit und Kostenerhöhung. Doch in der heutigen Zeit sind sich auch die Konsumenten diesen Problemen bewusst. Mehr denn je verfügen Konsumenten über eine solche Bewusstheit, vor allem nach dem Zusammensturz des Rana Plaza im Jahr 2013. Jetzt kennen sie die Hintergründe eines jeden T-Shirts. Daher glaube ich daran, dass die Konsumenten den Willen haben, die Lebensbedingungen der Arbeiter zu verbessern. Sie können Druck auf die großen internationalen Markenfirmen ausüben, sodass diese mehr Geld für ein T-Shirt verlangen und damit den Mindestlohn der Arbeiter sicherstellen und für die Sicherheit der Arbeiter und des Handels sorgen. Heutzutage wird dem Konsumenten eine so große Rolle zugeteilt. Daher könnt ihr Druck ausüben. Ihr könnt euch dafür einsetzen, die Industrie und das Leben der Arbeiter zu retten.